Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kollegen, liebe Zuschauer, liest man das Kapitel Bergbau und Energie im Haushalt, so sticht eine Zahl ins Auge. 307 Millionen Subventionen für die Steinkohle. Unser Land NRW scheint immer noch vor allem eins zu sein, das Kohleland Nummer eins in Deutschland. 307 Millionen werden für die Subventionierung des Steinkohlebergbaus eingestellt. Immerhin wird damit der sozialverträgliche Ausstieg finanziert, und wir stellen die Grundlage dieser Entscheidung auch nicht in Frage. Dennoch, die notwendige Subventionierung des Ausstiegs ist einer Politik geschuldet, die immer auf Kohle gesetzt hat. Dabei hätte das Umdenken spätestens 1992 in Rio beginnen müssen. Damals einigte man sich auf internationaler Ebene zum ersten Mal auf ein Reduktionsziel für CO2, 60% weniger bis 2050. Das Fatale daran ist, NRW scheint nicht dazugelernt zu haben. Immer noch hat man den Eindruck, NRW setzt weiterhin auf Kohlekraft. Der Abschied von der Steinkohleförderung wird langsam aber sicher vollzogen, aber die Braunkohle soll bleiben. Dabei muss man sich vor Augen führen, dass NRWs Dinosaurierkraftwerke allein für fast 100 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr verantwortlich sind. Dieser Anteil ist seit 1992 um mehr als 10 Millionen Tonnen angestiegen. Was fehlt, ist ein Gesetz zum Ausstieg aus der Braunkohle. Wir fordern es, die Grünen im Bund fordern es, und die Regierung und Kohleland NRW glaubt weiter an die Zukunft der Dinos. Das Ergebnis wird sein, auch in der Zukunft werden die Steuern in NRW für das Abwickeln alter Technologie versenkt werden. Statt Zukunft zu gestalten, wird Vergangenheit abgewickelt. Bei den Erneuerbaren steht Bayern vor Baden-Württemberg auf Rang 1. NRW landet als bevölkerungsreichstes Bundesland auf Rang 14. Dahinter positionieren sich nur noch das Saarland und Berlin. Eine Schande für das bevölkerungsreichste Bundesland und für eine Regierung, in der die Grünen beteiligt sind. Die Partei, die vor allen anderen für eine Energiewende eintrat. Heute ist sie zum Zuschauer geworden, der abnickt, was der große Koalitionspartner vorgibt. Zu sagen, NRW verschläft die Energiewende, würde der Lage nicht gerecht. Wenn man sich ansieht, was hier geschieht, kommt man zu dem Schluss, NRW wehrt sich mit ganzer Kraft gegen die Energiewende. Wende heißt nicht, sich für die Subventionierung der größten Energieverbraucher einzusetzen. Wende heißt nicht, weiter für die Umweltzerstörung im Rheinischen Revier zu kämpfen. Wende heißt nicht, weiterhin auf die Dinosaurierkraftwerke zu setzen. Die Regierung müsste alles tun, damit NRW endlich wieder Anschluss findet an Bayern, Baden-Württemberg und alle anderen Bundesländer, die weit vor uns liegen. Auch Minister Dün müsste endlich erkennen, was heute Zukunft hat. Nicht nur, aber auch wegen der Arbeitsplätze in unserem Land. Arbeitsplätze entstehen dort, wo erneuerbare Energien eingesetzt werden. In allen Bereichen, nicht nur bei der Stromerzeugung. Endlich muss begriffen werden, dass es um mehr geht als um Elektrizität. Die gesamte Energieversorgung muss auf erneuerbare Quellen umgestellt werden. Strom, Wärme und Mobilität. Hier müssen die Technologien entwickelt werden, die Anlagen gebaut werden, die Produkte hergestellt werden. Es gibt so viel zu tun für ein modernes Land mit gut ausgebildeten Menschen und erstklassigen Universitäten. Hier muss investiert und gefördert werden. Und es ist bitter zu sehen, wie eine Regierung weiter auf die Vergangenheit setzt und dabei den Anschluss verliert. Aus dem Kohleland Nummer eins muss endlich das Energieland Nummer eins werden, mit moderner Technologie in allen Bereichen. Bei Strom, bei der Wärme und beim Verkehr. Übermorgen werden wir uns in der Aktuellen Stunde mit E.ON und den Folgen für unser Land beschäftigen. Der Kohle- und Atomriese, der vielleicht gerade noch rechtzeitig erkannt hat, dass fossile Energiegewinnung keine Zukunft hat. Rot-Grün muss heute handeln, damit der Haushalt des Landes nicht weiter durch die Fehler der Vergangenheit belastet wird und Milliarden in die Abwicklung fließen, statt in die Investitionen für die Zukunft. Wir erwarten, dass Sie endlich nach vorne schauen und vorweggehen, damit NRW wieder den Platz bekommt, den es verdient hat. Energieland Nummer eins beim Einsatz der Erneuerbaren bei Strom, Wärme und Verkehr. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schmalenbach. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor.
das bleibt auch dabei. Dann schließe ich die Aussprache zum Einzelnen.